Das ist Jan. Jan befestigt gerade ein Waschbecken. Nun, das ging schief. Jetzt muss er nochmal von vorne anfangen. Darüber wird sein Meister nicht glücklich sein. Vorsichtig. Schon wieder. Der ganze Lärm hat Frank angelockt, seinen Meister. Jan beschwert sich darüber, dass die Dübel für das Waschbecken nicht halten. Aber Frank fällt noch etwas anderes auf. Die Bohrer von Jan sind nicht PGM-zertifiziert. Das ist ein Problem. Denn obwohl alle Bohrer gleich aussehen, bedeutet das nicht, dass sie auch alle ordnungsgemäße Löcher bohren. Und damit ein zertifizierter Dübel verlässlich hält, braucht er ein perfektes Bohrloch. Deswegen prüft und zertifiziert PGM, die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer, Bohrer und ihre Hersteller. Immer mit dem Ziel, ein zertifiziertes Loch zu erzeugen. Dafür nimmt PGM Stichproben und überprüft, ob die Geometrie der Bohrer korrekt ist. Wäre sie nicht korrekt, könnte ein Bohrer zu große, unregelmäßige oder krumme Löcher erzeugen. Ein Dübel würde in diese Löcher passen, aber könnte darin nicht das vorgesehene Gewicht halten oder würde nach einiger Zeit nachgeben. Und weil Dübelhersteller und Testinstitute während der Entwicklung und Zulassung von Dübeln nur PGM-zertifizierte Bohrer verwenden, können sie die Funktion des Dübels nur garantieren, wenn sie beim Setzen auch zertifizierte Bohrer benutzen. Zusätzlich sorgt die PGM dafür, dass ihre Mitglieder ein gleichmäßig hohes Qualitätsniveau halten. Wenn Sie PGM-zertifizierte Produkte kaufen, können Sie sicher sein, dass jeder Bohrer die vorgeschriebenen Standards erfüllt und die korrekten Löcher für sicheres Dübeln erzeugt. Sie erkennen die zertifizierten Bohrer an diesen Symbolen auf der Packung und dem Bohrer selber. Das ist seit 40 Jahren ein Zeichen für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mehr Informationen finden Sie auf der Website. Jan, mach dich doch jetzt mal daran, das Treppengeländer zu montieren. Aber benutz nur PGM-zertifizierte Bohrer, denn das Geländer sollte wirklich nicht abfallen, wenn jemand auf der Treppe ist.